Willkommen, Freunde. In unserer heutigen Ausgabe stellen wir euch unglaubliche, geheimnisvolle, unauffällige und sehr anmutige Katzen näher vor, die ihre traditionelle Färbung verloren und im Zusammenhang mit der neuen Farbe besondere Fähigkeiten entwickelt haben. Der elegante schwarze Panther ist ein Tier mit Kultstatus, dessen Silhouette in der Kunst, in Romanen, Comics und natürlich Filmen verewigt wurde. Es gibt jedoch etwas über den schwarzen Panther, was ihr wissen solltet. Der schwarze Panther ist keine eigene Katzenart. Tatsächlich ist der schwarze Panther ein weit verbreiteter Begriff, der für die Bezeichnung aller Arten von Großkatzen verwendet wird, die ein schwarzes Fell haben. Ihr Fell ist aufgrund von Melanismus schwarz, durch einen Überschuss an dunklem Pigment im Gewebe des Tieres. Das gleiche Phänomen gibt es auch bei Hauskatzen. Es ist wie Albinismus, nur umgekehrt. In den USA zum Beispiel ist der schwarze Panther ein Jaguar. In Asien und Afrika sind schwarze Panther Leoparden. Sind es in Wirklichkeit also schwarze Leoparden? Damit ein Leopard schwarz zur Welt kommt, müssen beide Eltern ein rezessives Melanismusgen besitzen. Es gibt die Annahme, dass schwarze Leoparden viel unberechenbarer und aggressiver sind. Diese Tiere sind großartige Schwimmer und eine ihrer Stärken ist, auf Bäume zu klettern und sich vom Baum herab auf die Beute zu stürzen. Sie können bis zu 20 Fuß weit springen, um ihre Beute zu fangen, zu der mittelgroße Tiere wie Hirsch und Affen sowie kleinere Tiere wie Kaninchen und Vögel gehören. Schwarze Panther haben ein gutes Gehör, ein sehr gutes Sehvermögen und einen starken Kiefer. Farbe spielt oft eine entscheidende Rolle bei lebenswichtigen Aktivitäten wie der Jagd. In der Trockenzeit verdorrt die Vegetation in der Sonne, die Bäume verlieren ihr Laub und die Jagd wird um ein Vielfaches schwieriger. Eine große schwarze Figur ist schwer zu übersehen und wenn sich der Panther vor den am Boden lebenden Tieren hinter dicken Stämmen verstecken kann, gerät er in der Höhe schnell in das Blickfeld von Languren. Die Languren sind ein wahres Alarmsystem im Wald, das die Pläne eines Jägers zunichte machen kann. Die Primaten werden sich erst beruhigen, wenn der Panther außer Sicht ist. Vor diesem Hintergrund haben die Artgenossen des schwarzen Panthers mit traditioneller Färbung viele Vorteile. Der Alarm setzt einige Sekunden später ein, was ausreicht, um ein fliehendes Opfer einzuholen. Ein schwarzer Leopard ist weitgehend von den Wetterbedingungen abhängig. Lautloses Anschleichen, bedacht bei jedem Schritt und der entscheidende Sprint sind der Schlüssel zum Erfolg eines geschickten Raubtiers. Die Regenzeit ist daher der beste Freund des schwarzen Jägers. Denn mit der Rückkehr der reichen Vegetation gibt es auch wieder Bereiche mit Schatten, die dem Panther ermöglichen, in der Umgebung nicht aufzufallen, viele natürliche Verstecke zu nutzen und öfter zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Interessant ist, dass es keine absolut schwarzen Tiere gibt. Die typischen Flecken auf dem Fell der Tiere sind in unterschiedlichem Maße sichtbar. Auch die dunkelsten Panther haben eine gefleckte Zeichnung, die nur bei sehr hellem Licht sichtbar ist. Wissenschaftler schätzen, dass nur etwa 6% der Jaguare und Leoparden mit Melanismus geboren werden. Diese Zahl hängt jedoch weitgehend vom Lebensraum ab. Zum Beispiel ist das Vorkommen von schwarzen Panthern in dichten Wäldern, in denen das Sonnenlicht nicht durch die Baumkronen dringt, viel wahrscheinlicher. Es scheint, dass der Verlauf der Evolution erfolgreich war und Melanismus an solchen Orten keine Abweichung von der Norm ist, sondern ein durchaus wirksames Hilfsmittel zum Überleben. Vielleicht sind die Tropen Malaysias deshalb der einzige Ort, an dem mehr als die Hälfte der Leoparden ein dunkles Fell haben. In den Savannen Afrikas ist der schwarze Panther dagegen eine äußerst seltene Erscheinung. Wenn tagsüber Schatten eine Erlösung für die schwarzen Panther ist, bietet die Nacht ihnen vollkommene Freiheit. Dies ist die Tageszeit, in der Panther kaum auffallen und sich ihre Anwesenheit bis zur entscheidenden Entfernung nicht verrät. Der schwarze Panther wird oft als Waldgeist bezeichnet. Er ist ein intelligenter und unsichtbarer Angreifer. Sein dunkles Fell hilft, sich leicht zu verstecken und das Opfer zu verfolgen, besonders nachts. Die Dunkelheit vergibt Fehler, auch wenn das Raubtier noch jung und unerfahren ist. Die Nacht ist lang und früher oder später kann selbst das schnellste und wachsamste Opfer im schwarzen Gewand überrascht werden. Dies ist aber nur die Hälfte des Erfolgs.
Die Hauptsache ist, die Beute vor zahlreichen gefährlichen Nachbarn zu verstecken. Dafür haben Leoparden eine bewährte Taktik. Mit einer für ihre Größe unglaublichen Kraft wird ihre Beute innerhalb von Sekunden für Konkurrenten unerreichbar, selbst wenn sie doppelt so schwer ist wie ihr Eigengewicht. Erst dann können die Leoparden ruhig mit dem Mahl beginnen. Das schwarze Fell ist tagsüber nicht das einzige Problem der schwarzen Panther. Sie erhitzen sich viel schneller in der Sonne, sodass die Nähe einer Wasserquelle von entscheidender Bedeutung ist. Solche Orte ziehen jedoch auch größere Raubtiere an. Ein Tiger ist dreimal so groß wie ein Leopard und erkennt mit der Konkurrenz kein Pardon. Zum Glück hat der Panther immer Rückzugswege, die einem so schweren Tier nicht zur Verfügung stehen. Allerdings sind in der Welt der Leoparden nicht nur die größeren Rivalen gefährlich. Rotwölfe handeln gemeinsam, was selbst für einen Tiger ein Problem darstellen kann. Daher hat ein überrumpelter Leopard nur einen Weg zur Rettung. Glücklicherweise sind die Krallen der Hunde nicht zum Klettern auf Bäume geeignet, sodass trotz aller Anstrengungen des Rudels die unerreichbaren Höhen wieder zur Rettung des Panthers werden. In Asien ist der Tiger der größte Feind der schwarzen Leoparden. In Afrika sind es Hyänen und Löwen. Der schwarze Jaguar dagegen, der in Amerika lebt und einen stärkeren Körperbau hat, hat praktisch keine natürlichen Feinde. Hier ist er das größte Raubtier und wird wie die gefleckten Artgenossen auch mit großen Kaimanen fertig. Manchmal allerdings gerät ein Jaguar ins Blickfeld riesiger Anakondas. Aber die Situation ist ausgeglichen. Ein hungriges Raubtier kann sogar einen größeren Gegner angreifen. Die riesige Schlange hat keinen Schutz gegen die scharfen Krallen und die mächtigen Kiefer mit unglaublicher Beißkraft, sodass der Widerstand zwecklos ist. Der furchtlose Jäger wird nicht mehr von seiner Beute ablassen. Es wird gemunkelt, dass es nicht nur schwarze Jaguare und Leoparden gibt, sondern auch schwarze Pumas. Aber für Dutzende von Erzählungen gibt es keinen einzigen Beweis, sodass schwarze Pumas bisher nicht mehr als ein Gerücht sind. Wie für Großkatzen typisch, streifen auch die schwarzen Panther durch ihr Revier, verteidigen hartnäckig dessen Grenzen und vertreiben ungebetene Gäste. Panther treffen sich mit dem anderen Geschlecht nur in der Paarungszeit und bringen absolut gesunde Nachkommen zur Welt, die sowohl gefleckt als auch schwarz sein können. So hat die Natur einmal mehr bewiesen, dass es kein Verhängnis ist, anders zu sein als alle anderen. Wenn einige Vorteile verloren sind, treten stattdessen völlig neue auf, die nicht nur der Schlüssel zum Überleben sind, sondern auch zu Veränderungen ganzer Populationen in der Zukunft beitragen können. Leider ist der Mensch Grund für das Verschwinden eines der schönsten Raubtiere der Erde. In der heutigen Zeit interessieren sich Jäger nicht für konventionelle Beutetiere, sie machen in der Regel Jagd auf seltene Arten. Schwarze Panther werden wegen ihres seltenen Fells gejagt. Wie man zu solchen Menschen steht und ob man sie als Menschen bezeichnen kann, entscheidet jeder für sich selbst. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und bis bald!